Ihr wollt an diesem Holz mit einem Seil ziehen und könntet dafür den Ankerstich nehmen. Das ist ein sehr einfacher Knoten, den glaube ich jeder von euch kann. Aber vielleicht stellt ihr fest, oh, das rutscht hier noch, das hält nicht, das ist zu locker. Dann wickelt ihr einfach noch zweimal zusätzlich in diesen Ankerstich rein. Immer schön in die Mitte wickeln. Einmal und das Ganze noch einmal. Immer schön in die Mitte wickeln. Schön ordnen. Und das ist der Prusik-Knoten. Der hält jetzt auch an dünneren Hölzern oder ich kann auch eine Rebschnur auf ein Seil machen, um daran ziehen zu können. Prusik-Knoten.